Willkommen, mein Name ist Steve, und wir spielen heute The Outhouse. Es ist so scheiße, wenn du eine Ansage machst irgendwie und dann kommt noch ein Untermenü und noch ein Untermenü. Und wir spielen jetzt The Outhouse. Play. I can't believe I got lost in the forest. Und wir haben gelernt, der Forest ist größer als The Woods. Danke, Mutti, nochmal. So, press F to continue. If I remember correctly, this is the path back to my campsite. So, wir haben uns also wieder verlaufen. Wir spielen heute die Spiele der vielen Verlaufer. So, schön. Das ist also der Fahrzeug. Haben wir eine Taschenlampe, die wir alle Furznase schütteln müssen? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben ja einen Weg. Schön. Ah, Gott sei Dank. Ich habe mich also nicht verlaufen. Wie schön. Zurück auf zum Campsite. Ach, wie schön. Ach, guck mal, da vorne. Feuer ist schon an. Wie schön. Renn ich eigentlich? Nee, kann auch ja nicht rennen. Oh. Oh, Einrastfunktion. Da muss man aufpassen. Eat some soup at camp. Okay. Wir sind also wirklich so leichte The Forest Downgrade. Wir müssen jetzt erstmal was essen, bevor wir verhungern. Wahrscheinlich jagen wir noch ein bisschen. Wir müssen uns wegen den Kannibalen ein bisschen aufpassen. So, hier haben wir eine Suppe. Soll ich jetzt einfach... Ich würde tatsächlich nicht mit der Hand, aber ist eine andere Geschichte. Okay, gut. Echt jetzt. Jetzt die dünne Schnur der Welt. Aber sehen auch, richtig. So kleine Brotkrumen. So, was ist das? Was liegt hier? Ist das ein Revolver? So eine Pistole oder was, oder? Klar. Kann man mal so liegen lassen? Also so grundsätzlich, ich wäre bereit, was zu essen. Aber eher nicht. Okay, man muss eh drücken. Linke Maustaste ist... No. Ja, du entscheidest dich zu ruhen, essen von etwas Suppe und ist verloren gewesen. Und bevor du endest, Sun Falls Past in Horizon, ach wie schön. Ja, die Suppe war lecker. Großartig. Schreib mir besser das Rezept auf, na klar. Steve vs. Wild The Woods Edition. Ja, genau. So, I guess it's about time to get to bed. But I have to use the outhouse first. I have to use the outhouse first? Was ist denn das Outhouse? I think I left my flashlight over by the bench. Ach, denn meine doch keine Pistole ist mit Taschenlampe anscheinend. I will be easier to get lost when it is this dark. To the outhouse. Warum machen wir jetzt eine Nachtwanderung? Ich verstehe das nicht. Das ist doch aber auch Quatsch. Machen wir einfach jetzt hier mal ein Zelt hin und mal warten, bis hell ist? So, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass ich hier wieder diesen Pfad her lang wandern muss. Das Geräusch, wenn der kommt. Also ich finde ja so eine Spiele immer sehr charmant. Ich finde es auch gut, irgendwie, wenn jetzt nicht alles die mega hochpolierte Grafik ist, sondern halt auch wirklich dieser Pixel-Style. Das ist halt sehr, 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 sehr special. Und ich weiß, nicht jeder mag den. Ich kann nur sagen, ich finde den eigentlich ganz nett und sympathisch. Hör ich jemand heulen? Also so weinen? Kinder weinen? Hund, Eule, Grillen. Vielleicht. Maybe. So, hier endet der Pfad. Das ist nur so eine Mücke, die um mich rum...
So, ist dies gar nicht der Weg, den ich gehen sollte? Es sieht nicht so aus. Ja. Yeah. Okay, es gab noch einen anderen Weg. Ich höre nur Eulen und Grillen. Ja, vielleicht spinne ich auch schon. Schon Bluthochdruck und höre deswegen so ein Fieber auf dem Ohr. Ach, schön. Also Leute, ich sag, wie das ist, das, was ich höre, ist kein, ist keine Grille und keine Eule. Warte mal. Moment mal. Da scheint... Hallo? Darf ich hier... Ich kann hier nicht... Warum kann ich hier nicht lang? Kann ich hier lang? Nee, kann ich nicht. Dieses Geräusch. Ist da eine Mücke oder was? Ist da eine Mücke? So, ich komme hier nicht hin. Ich kann da nicht hinlaufen. Okay, es gibt anscheinend einen direkten Weg, den ich ausschließlich nur beschreiten kann. Okay, finden wir ihn. Wahrscheinlich ist es dieser hier. Das Geilste sind wirklich Mücken. Das ist aber... Oh, schön. Schlauchlevel-Design. Ja, das ist... Ja, das ist also so ein Titel jetzt nicht Open World, das sollte auch klar sein. Von daher wollen wir auch nicht so sein. So, ich... Ah, oh, schau mal, was haben wir denn da? Man kann so schlicht lesen. Private und Outhouse. Okay, wir gehen also erstmal zum Outhouse, ausschließlich auf dem Weg. Safety first. Da bin ich eigen. Ah, so, nun gut. Hm? So komisch, wenn die Spielfigur plötzlich so weggeschoben wird, so irgendwie, denke ich, oh, was nun? Ach, das Outhouse ist quasi ein Klo. Wusste ich gar nicht, ist ja witzig. Schön. Noch nicht. Bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig gesagt. Ich bin hier auf den Sack. Hier im Wald. Klingeling. So, geht ja nicht. Ach, jetzt rennst du weg oder was? Was? Oh, Mann. So, wollen wir jetzt hier weitergehen oder wollen wir mal zum... I don't need to go this way. Ah, okay, alles klar. Pfui, Teufel, ist die hässlich. Danke, Billy. Dankeschön. So, dann gehen wir nochmal zum Private. Ach nee, ich soll... Ja, ich soll schlafen. Na klar. Die Augen kenne ich aber auch irgendwoher aus irgendeinem anderen Game. War das nicht irgendwie Knights of the Mannequins oder irgend sowas? Wenn nicht, plop! So. So, jetzt haben wir schön groß gemacht. Jetzt werden wir erstmal schlafen gehen. So völlig alleine hier. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist das ein fetter Biber oder irgendwas von der Seite. Da, ein Krokodil. Naja, die Suppe war wohl nicht so gut. Da waren wohl Pilze drin. Ich hätte lieber nichts gegessen. Du entscheidest dich, ins Bett zu gehen, nach einem langen Tag. Und schnell fällst du in den Schlaf, ohne irgendwelchen Ärger. Schön. Nach ein paar Stunden wachst du auf und hast das Gefühl, wieder auf die Toilette zu gehen. Okay, die Suppe war definitiv nicht gut. Also tatsächlich. Ich glaube, die Suppe war keine gute Idee. Need to head back. Schön. Also das ist, definiert natürlich ein völlig neues Genre. Warte mal, ja.
Das war der Angstdurchfall. Ja. Das ist quasi der Toilettenwalk-Simulator. Toiletten scheinen in Games ein völlig neues Genre zu definieren, irgendwie eine komplett eigene Renaissance zu gerade haben. Gerade zu haben. Auch hier kann ich nur sagen. Stop! Hey, ho, find another way. So, als erstes checkt mal den Link nach dem Video aus. Der Great Toilet Simulator. Wir müssen einen anderen Weg finden. Es ist uns unmöglich, hier weiterzugehen. Es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. You shall not pass. So, na mal gucken wir. Vielleicht können wir ja hier irgendwie beim Private Man vielleicht mal klopfen und aber so einen stinkenden, gottlosen Haufen irgendwo hinsetzen. Ja, okay. Ach, also wirklich. Also. Warum ist denn... Was ist denn jetzt schon wieder mit der Schnappe los hier? Ja, lass mich raten. Grillen und Eulen, wa? War nicht. Niemals im Leben nicht. Nie nicht. Wo? Wie? Ist? Wer? Wann? Und wie viel? Was ist? Wer schießt hier? Mann, ich wollte da nur in Ruhe ein Ei legen. Lass mich. So, jetzt muss man von hinten an das Haus ranlaufen. Mann, du glaubst es nicht. Was ist das? Was ist das? Was denn das für ein Scheiß, Alter? You were shot and killed while trespassing a private property. Oh. Also, wir probieren natürlich die anderen beiden ebenfalls. Also, es ist ja... Also, schön. So, go to the wire. Ja, ich hab immer Taschenlampe, Freunde. Warum hab ich keine Taschenlampe? Warte mit F, oder? Warum? Ich habe keine Taschenlampe. Ich verstehe nicht. Ist los? Nee, mit T. Klar, mit T. Die Taschenlampe. So, okay, also private geht also nicht. Dann könnte man tatsächlich, du musst die Lampe schütteln, ja, ich weiß. Und, ja, okay, gut. Jetzt lobe ich also hier in der Baumfeld runter. Jetzt könnte ich auch straight sagen, nö, irgendwie an mein Zelt ist mir ja, ich muss halt nicht auf Klo. Könnte schneller sein, aber ich bin nicht schneller. Na, find another way. So, du kannst natürlich auch nicht um den Baum herumlaufen, weil du kannst ja keinen Fuß in den Wald reinsetzen. Geht nicht. So, jetzt könnte man... Ich gehe jetzt einfach mal zum Zelt zurück. Bockig wie ich bin, sag ich, gut, alle klar, Durchfall, dann ist es halt so, dann gehe ich hier einfach in den Wald. Wäre auch eine Option. Ne? Klappspaten frei. Und yippie-kaye. Mit der MG niedergemacht, Alter. Wo sind wir hier? Ah, noch eine Taschenlampe. Wundersame Vermehrung. So, jetzt kann ich hier aber auch gar nichts tun. Das ist so ein bisschen doof. Was ist denn, wenn ich jetzt Ende ist, in die Hose gemacht? Ja. Genau. Einfach mal Teil 3, Ende 3, das Inkontinenzende. So, hier komme ich auch nicht durch. Was ist das für ein Quatsch? Warum lässt er einen hier nicht durch?
Du hast auch tatsächlich ja nicht so viele Möglichkeiten, was du eigentlich machen kannst. Ja? Kannst jetzt hier hinten nochmal zurückgehen und das war's eigentlich. Könnte beim Zelt bleiben. Aber das Zelt konnte ich auch nicht anklicken. Also du kannst jetzt nicht nochmal ins Zelt gehen und sagen, ich mach trotzdem Bubu, ist mir egal. Tja, nein, hier geht nichts. Wir könnten natürlich auch probieren, ohne Taschenlampe da durchzulaufen und vielleicht nicht erschossen zu werden. War das wahrscheinlich auch der Besitzer, der uns auf Toilette gestört hat, der einfach nicht will, dass wir irgendwie auf sein Grundstück uns erleichtern, irgendwie? So, wirklich so eine Toilette mitten im Nichts ist auch einfach so sinnvoll. Je nachdem, wie viel Druck du hast, brauchst du auch keinen Spaten hinterher. Ja, du kannst natürlich aber auch tatsächlich mit drei Atü den Tanzhampfen da in den Boden rammeln. Und das geht halt natürlich auch, aber ich gehe mal davon aus, dass diese Pilzsuppe eventuell nicht... Ich umschreibe es ganz vorsichtig für die optimalste Konsistenz sorgt. So, und damit sollte das Thema jetzt auch beendet sein. Ja, nichts geht. Hier können wir nichts machen. Kann ich hinter Zelt, ich sag mal, mich erleichtern? Nein. So, ja, viele Wege gibt es jetzt nicht mehr tatsächlich. Wir haben nur noch den einen. Können eigentlich nur in den Privatbereich gehen. Und das Einzige, was wir machen können, ist, sobald wir die ersten Knackereien hören, können wir umdrehen. Und einfach hier gehen, irgendwie. Das wäre vielleicht eine Option. Weil ich habe ja so eine Art Warnschuss, wenn man es denn so nennen möchte. Und dann gehen wir einfach. Dann war okay, gut, alles klar. Danke, ich bin weg. Genau, voller Klappspaten frei. So, so Privatweg, so. Ich bin weg. Mach dein Ding, Junge. Verfolgt ihr mich jetzt noch? Das war krass. So, ich bin jetzt eigentlich wieder safe. Jetzt macht es doch ja keinen Sinn mehr so wirklich. Ne? 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 So Leute, seht ihr noch einen anderen Weg? So von dem Checkpoint aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob man tatsächlich früher im Spiel hätte andere Entscheidungen treffen müssen. Ja, das ist ja genau die gleiche Entscheidungsschwere wie bei The Walking Dead. Ist ja ähnlich. Ob man denn vielleicht doch eher die Taschenlampe später genommen hätte oder vielleicht doch eher den anderen hätte auf Toilette gehen lassen müssen. Durchrennen. Du kannst nicht rennen. Warst ja beim ersten Mal stehen geblieben. Du kannst nicht rennen. Das ist das Problem. Ich glaube, so deep ist das Spiel nicht. Doch. Doch, das ist... Okay, wir machen es noch einmal. Ich versuche noch einmal, jetzt durchzulaufen, aber glaube nicht, dass es gehen wird. Außer den Taschenlampe ausmachen, weil auch nochmal so ein Ding. Manchmal ist das Spiel scheiße. Find another way. Theoretisch kannst du dich auch entspannt über diesen Baum setzen. So, ne? Es war blöd, wenn dann plötzlich so eine Gruppe Jäger vorbeikommt und sagt, was machen sie hier? Ach du, ich sitze hier nur rum. Ohne Hose? Ja, ohne Hose. So, jetzt versuche ich das mal zu sehen. Okay, er macht von alleine die Taschenlampe an. Er macht es auch immer wieder an.
Take schaffen. Oh! Hold Q to hide. Ach, na bitte. Ende 3 von 3. Schön. You were shot and killed while trying to hide from the hunter. Also, ich hab sie holdet, ja, aber er macht das nicht. Irgendwie danach hat sie tappt. Wollte auch nicht. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einfach einen fetten Knödel nach oben. Und wenn es, ne? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Reto-Daumen nach oben da. Und wenn ihr uns noch nicht habt, abonniert den Kanal, helft uns ein bisschen zu wachsen. Wir freuen uns auf jeden Fall, über uns bedeutet das eine Menge. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann.